Das Brony! Way to go! Hallo Leute, hier sind wir von Das Brony. Hallo! Wir haben heute ein bisschen angesehen, die das Sat.1 Frühstücksfernsehen. Ja! Das war toll, aber es war auch ein bisschen depressiv machen, weil die haben nämlich vorgestellt, die Bronies, und wir haben dann gesehen, wie so ein normaler Brony aussieht, und seitdem ist uns klar geworden, wir sind vielleicht gar keine... Der Moderator hat uns da genau gezeigt, wie Bronies eigentlich sind, und dann ist uns aufgefallen, wie falsch wir die ganze Zeit eigentlich im Fandom drin waren. Stellt euch vor, wir sind gar keine richtigen Bronies gewesen, aber wir haben jetzt Abhilfe geschafft, wir haben uns das genau studiert und auch ähnliche so Berichte haben wir ganz genau studiert, und jetzt ist alles gut. Ich habe mir gerade die Cutie-Mark-Magic geholt mit Prinzessin Goldlady, das ist jetzt meine Lieblingsprinzessin. Auch wunderbar, und dieses schöne Ding hier, da tue ich meine Schmucksachen rein, und da kommt dann auch irgendwas rein, damit ich hier meine Mähne machen kann und meine Lippen bemalen kann. Wo ist denn da das? Ach, da ist es. Ja, guck mal hier. Guck mal. Oh, ich glaube, meine Flatterschei ist etwas dreckig geworden. Andi, hast du irgendwo ein Taschentuch? Meine Flatterschei ist ganz dreckig. Ich weiß nicht. Ich habe kein Taschentuch. Ja. Nein, ich habe kein Taschentuch. Okay, ich glaube... Leider nicht. Jetzt hat, ich hab ein Puzzlebuch, aber kein Taschenbuch. Ein Puzzlebuch? Oh, da ist meine Waifu drauf. Das ist Twilight. Leute, schaut euch das an. Das ist das neue Tattoo. Guck mal. Ich wurde jetzt Twilight nicht gesehen. Das ist toll. Hast du endlich eintragen lassen, dass du sie heiraten kannst? Ja, ich darf sie endlich heiraten. Hat offiziell erlaubt. Ich bin natürlich ein bisschen eifersüchtig. Mit mir und Rarity klappt es nicht so gut, aber man kann ja träumen, und deswegen habe ich schon mal so ein paar Sachen angefertigt, um damit zu kloppen. Ich meine, damit ich einen schönen Fanart für die Weinart habe, und ja, dann kann ich zumindest träumen von meiner süßen kleinen Waifu, nicht wahr? Eines Tages bist du mein. Du bist noch zickig, aber eines Tages bist du mein. So. Ach, Pinky. Und dann guck mal hier, habe ich gekauft, die neue Reihe, das ist noch besser als meine. Die neuen Barbies? Ja, die sind noch besser als meine. Oh, da kommt die auch Pferde vor. Glaube ich noch gar nicht. Also da ist jedenfalls ein Elefant. Dann nehme ich meine Plushies alle mit. Oh mein, warte, ich sammle alle Plushies, okay? Ich sammle alle Plushies, und dann setzen wir uns gemütlich hin. Warte, die müssen... Oh, gar keine Ponys mehr, es reicht eigentlich sowas auch schon. Wir können den Film im Nachhinein nachstellen, mit den Figuren. Ja, wir können den Film nachspielen. Oh, super. Ich bin Barbie, und das ist Prinzessin Lilligold, und das ist Prinzessin Warmherz, und hallo, ich bin Prinzessin Warmherz und Lilligold. Schau, die reiten auf jeden Fall. Toll. Jetzt müssen wir nur noch ein Abschiedslied singen, dann ihr wisst, was auf unserem Kanal jetzt meistens läuft, Leute. Es läuft ein bisschen anders, aber wir sind dafür jetzt echte Bronies. Jetzt sind wir echte Bronies. Ja, aber 100%. Jetzt sind wir jetzt wirklich 20% stolz auf uns sein. Jetzt sind wir wirklich 20% cooler. Ja, genau. My little pony, my little pony, oh yeah, ha, ha, ha. My little pony, my little pony, ha, 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 ha. Es ist schön, ein Brony zu sein. Scheiße. Andi, was ist los mit uns?